Guten Abend, guten Mittag, guten Morgen. Ich bin Saxuro und das ist ein Video zum Thema Stahlwolle bei der Sparrenburg. Das ist schon so ein Traum von mir. Seit Jahren habe ich das vorgehabt, hier mal ein Stahlwollfoto zu machen. Und heute hat es geklappt. Und wie das Ganze geklappt hat, was da für eine Orga hintersteckt, wie das aufgebaut wurde, das seht ihr in diesem Video. Also viel Spaß damit. Ja, auf zu Sparrenburg. Crazy. An der Sparrenburg angekommen, zum Sonnenuntergang. Natürlich brauchen wir für die Stahlwollaktion Dunkelheit. Aber es ist gut, wenn man etwas früher da ist, um schon mal alles zu planen, wo steht wer. Und genau, wo steht wer, ist der Punkt. Ich brauche nämlich zwei Assistenten und auf die warte ich gerade. Und wenn die gleich da sind, dann geht die Planung genauer los. Genau, also da ist die Burg und hier wird es gleich stattfinden. Erstmal da ist der schöne Sonnenuntergang und hier müssen wir halt gleich gucken, weil, komm mal mit hier hin. Und guck jetzt einmal hier runter. Also wenn man jetzt hier runter guckt, sieht man ja, da unten ist eine große Fläche. Da steht quasi Assistent 1 mit einem Feuerlöscher. Dazu kommen wir aber gleich. Und jetzt haben wir hier oben mehrere Optionen. Entweder steht der Assistent 2 mit der Stahlwolle an der geraden Seite oder an der Rundung. Und darüber haben wir gerade ein bisschen diskutiert, dass man quasi die Mitte findet, wo ist es symmetrisch. Und ich stehe dann mit der Kamera auf der gegenüberliegenden Seite beim Johannesberg. Als nächstes geht es um die Sachen, die wir brauchen, um ein Stahlwollfoto zu machen. Für den allergrößten Notfall ein Feuerlöscher. Aber in 6 Jahren ist noch nie etwas passiert. Also, für Safety First ist er dabei, aber eigentlich braucht man ihn nicht. Denn in 6 Jahren ist nie etwas passiert. Aber Safety First, der war dabei. Stahlwolle. Die braucht man natürlich für das Foto. Ganz wichtig, elementar und super wichtig. Genauso wichtig wie die Stahlwolle, ein Schneebesen. Genau, so ein Schneebesen, stinknormal, mit einer kleinen Schnur da dran. Genau, da kommt die Stahlwolle rein. Und zu allerletzt ein Feuerzeug. Man kann auch eine Batterie nehmen. Also, wir haben jetzt hier so ein Feuerzeug genutzt, aber man kann auch eine Batterie nehmen, damit die Stahlwolle anfängt zu glühen. Ich mache mal ein kleines Beispiel. So sieht das ungefähr aus. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Ich bin drüben angekommen am Johannesberg mit Blick auf die Sparrenburg, habe das Stativ aufgebaut, die Kamera drauf mit 70-200 auf 200 mm bei Blende 2.8. Dann rufe ich den Assistenten auf der anderen Seite an und sage ihm, es kann losgehen. Das ist Versuch 1. Wir haben es an der geraden Seite probiert. Die gerade Seite ist von meinem Standpunkt aus leider nicht die Mitte, ist aber am einfachsten für die Aktion. Das heißt, da haben wir 2 Versuche gemacht, wie man hier sieht, 2 verschiedene Versuche.
hier sind einmal zwei Fotos. Einmal ein Foto ohne Stahlwolle und dann ein Foto vom ersten Versuch, wo wir an der geraden Seite die Stahlwolle-Aktion gemacht haben. Kommen wir jetzt nun zum letzten Versuch beim Rondell. Da haben wir jetzt einmal mehrere Perspektiven. Wir haben einmal eine Weitwinkelaufnahme vom Johannesberg, dann eine Perspektive, wie es von unten aussah und die Hauptperspektive, wo auch das Foto entstanden ist. Tapestry of light is our beats. From the highest peak to the deepest sea, Saxio's magic sets our spirits free.